und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Tuli-Altstifter. Wir gucken uns die Wildflowers an. Ich bin gespannt auf das Set und auch auf die Farben. Und ihr hört, ich bin so ein bisschen angeschlagen gerade, deswegen finde ich es ganz gut, dass wir das machen. Da muss ich nämlich gleich nicht so viel reden. Wir machen das Ganze aber erstmal auf. Hier habe ich einen Krümmel, so. Wir machen das Ganze aber natürlich erst einmal gemeinsam auf. Wir schauen uns das alles an und wir schauen, was da so kommt, wie es wird, etc. etc. Ich habe, glaube ich, endlich eine Aufbewahrungslösung für mich, aber ja, mal gucken. Ich bin noch nicht ganz fein damit. Mal sehen. Wenn ich das habe, lasse ich euch daran natürlich teilhaben. Aber eins nach dem anderen. So sehen sie aus. Wir müssen das Ganze hier auch noch aufmachen. Ihr wisst, ich verlinke euch unten wieder alles. Und falls die Frage kommt, wofür diese Stifte sind, die möchte ich gerne für meine Disney-Bücher nehmen. Das sind ja die Mal-nach-Zahlen-Disney-Bücher. Das sind die Ergebnisse am Ende von den einzelnen Bildern. Und da sind die Stifte einfach sehr gut für. Deswegen habe ich mir die gekauft. Gibt es mehrere Pakete von. Wie gesagt, ich verlinke euch die einfach. So, aber es geht ja gar nicht darum, was ich damit mache, sondern es geht in dem Video hauptsächlich darum, wie sehen sie eigentlich aus. Und ich finde, so von den Deckeln her sehen sie erstmal gut aus. Einmal alles raus. Wir haben wieder unsere Spitzen dabei. Die sind ja immer mit dabei. So ein kleines Päckchen, falls die mal hier kaputt sein sollten oder ähnliches. Dann haben wir wieder unser Heftchen dabei, wo einmal auch alles erklärt ist und wo ihr auch seht, welche Stifte es aktuell alle gibt. Ja, da gibt es eine ganze Menge. Ich glaube, dieses Konfetti habe ich nicht, ne? Muss ich gleich mal schauen. Dann muss das noch her, das Päckchen. Okay, das packe ich mal da wieder rein. Jetzt müssen wir mal schauen. Moment, einmal so, einmal so. Und dann brauchen wir die 1, die 2 und die 3. Und sind schöne Grüntöne. Ich bin sehr, sehr gespannt. Muss ich wirklich sagen, ich liebe diese Farben ja. Und deswegen, mal gucken, wir schauen, wie es wird. So, Papier habe ich mir natürlich auch schon zurechtgelegt. So, wie hieß die Wild? Wildflowers hießen sie. Das muss ich mir ja drüber schreiben. Wild Flowers. So, es sind insgesamt 28 Stifte. Ja, gucken wir mal. Sie müssen geschüttelt werden, das Übliche. Wir machen wieder so zwei, drei zusammen, würde ich auf jeden Fall sagen. Fangen wir mal mit der 1 an. Ich male mir wieder Herzchen. Oh, warte, wir brauchen ja auch ein Schmierblatt, sonst wird das ja hier nichts. So, da habe ich eins. So, einmal knicken. Das lege ich mir hierher. So, nochmal shakern. Also, das ist bei den Stiften wirklich wichtig, dass die gut geshakert sind. Ihr seht dann hier, seht ihr auch, wie viel Farbe ihr noch drin habt und sowas. Also, das ist schon wichtig. Dann sieht man dann, auch wenn das nicht gut geshakert ist, zum Beispiel hier oben ist es ein bisschen heller oder so. Also, das ist schon wichtig. So, und dann machen wir das Ganze mal auf und dann müssen wir pumpen, damit die Farbe nach unten kommt. Und dann sehen wir, dass das so leicht nach unten kommt. Und dann haben wir hier unsere Nummer 1. Ja, ich gucke lieber nochmal. Und dann male ich einfach Herzchen und male die dann aus. Ich liebe auch, wie die sich auf dem Papier anfühlen. Einfach ein, also wirklich interessant. Also diese Acrylstifte, sehr interessant. So, dann haben wir die Nummer 1 schon mal fertig. Das muss natürlich auch einen kleinen Moment trocknen. Wichtig ist, richtig gut zumachen natürlich. So, ich schreibe mir die 1 hier drunter. Wollen wir die 2 noch gemeinsam machen? Komm, 2 machen wir noch gemeinsam. Einmal gut durchshakern, wichtig. Ich glaube, hier sieht man das relativ gut, dass das nicht so schön vermischt ist. Deswegen dieses Shakern auf jeden Fall. Dann auch hier pumpen. Hier. Aber noch. Ich glaube, die Farben können mir sehr, sehr gut gefallen. Guck mal, jetzt habe ich ein kleines Herz hier gemacht. Warte mal. So. Doch, gefällt mir. Bis hierhin gefallen sie mir schon. Ich meine, es sind jetzt 2 Grüntöne, aber bisher war jedes Farbset, was ich von denen hatte, wirklich sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Das ist die 2.
Ja, und dann würde ich jetzt vorschlagen, ich lasse wieder alle im Schnelldurchlauf vor euch laufen, weil sonst geht das ja ewig, wisst ihr ja. Und derzeit mache ich mir mein Hörbuch an. Crescent City bin ich immer noch, im Band 3 bin ich da, aber ich habe noch 17 Stunden vor mir. Also da habe ich noch ein bisschen was. Und wenn ich fertig bin, dann kommt ihr auf jeden Fall wieder dazu natürlich. Und dann hören wir uns wieder. Fertig. Ich finde es schön. Ich liebe es jedes Mal aufs Neue. Ne? Also jedes Mal aufs Neue bin ich begeistert von den Stiften. Ich liebe diese Farben. Ich kann es nicht anders sagen. Ich hole euch natürlich einmal näher, damit ihr das auch vom Nahen seht. Darum geht es ja. Damit wir alle einfach mal so einen Blick darauf bekommen, wie die Farben einfach aussehen. Also, und da habe ich euch. Und dann wollen wir mal schauen. Kriege ich alles immer? Ja, sehr schön. Dann könnt ihr euch selber einfach ein Bild davon machen, wie die Farben aussehen, auch vom Nahen. Also ich liebe sie einfach. Ich liebe sie einfach. Und da seid ihr erstmal wieder groß. Okay, ja, was kann ich abschließend sagen? Ich bin wie jedes Mal begeistert von den Stiften. Ich kann es nicht anders sagen. Ich verlinke euch natürlich unten wieder alles. Dann könnt ihr euch selber so ein Bild nochmal von machen. Und ja, wie gesagt, ich nutze sie auf jeden Fall für diese Hefte. Da sollen sie rein. Was heißt rein? Aber dafür möchte ich sie gerne nutzen. Und ja,
das war es eigentlich schon wieder, ne? Das war es schon wieder, ist ein schnelles Video, aber meine Stimme braucht ein wenig Ruhe, damit es morgen wieder besser wird. Von daher würde ich sagen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video.